Und damit willkommen zur nächsten Folge Salt and Sacrifice. In dieser Folge schauen wir uns an, was der Heilige Hammer kann und ob wir diesen Boss da oben besiegen können oder nicht. Viel Spaß! Ja, wie immer erstmal aktivieren. Leute auffüllen, die wir nicht brauchen, alles klar, los geht's. Schauen, wie das funktioniert mit dem Sense. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat, aber er ist immerhin tot. So. Das fühlt sich aber auch, glaube ich, nicht mehr auf, einfach so, ne? Ah, das habe ich komplett vergessen. Ah! Das war jetzt unfair. Na gut. 1, 2, 3. Nope. So einfach wissen wir nicht gemacht. Ich muss ja über die Wand springen. Aha. 1, 2, 3. Jawohl. I. Morasterz. Ich weiß nicht, wofür das alles gut ist. Vielleicht kann man sich das Spiel auch viel, viel einfacher machen, als ich es tue. Wer weiß. Ich weiß nur, dass ich einen Hammer habe und das sollte genügen. Hierhin wollen wir. Der Weg zum Boss ist auch nicht weit. Aber trotzdem frage ich mich, ob das schon gewollt ist, dass wir den Boss besiegen. Oder ob wir erst vorher was erledigen müssen. Wir schauen uns das einfach mal an. Ja. Immer wieder rein, rein, rein und machen und tun. Decken wir erstmal unsere Waffe, wa? Boom! Boom, kann man den eigentlich besiegen? Den fliegenden Trolch hier? Nee, scheinbar nicht. Boah, wie viel Schaden das macht! Ja, bitte! Wahnsinn! Geheiligt sei der Hammer. Oh, ja, das war interessante Bossmechanik. Ich dachte, ich müsste die ganze Folge füllen mit diesem Boss, aber irgendwie war es dann doch einfacher als gedacht. Ja, dieser Schaden, der köstlich. Einfach köstlich. So, haben wir bekommen. Legendär. Max Ausdauer. Wenn ich mich davon trennen will. Ausdauer Wiederherstellung. Schwierig. Ich mich wirklich damit schwer gerade. Besser sein könnte. Ich würde auf jeden Fall nicht den einen wegschmeißen. Das war wiederstellung ist auch gut. Ja. Wobei ich schon viel Feuer und Kälte Widerstand habe, gibt ja, natürlich. Nee, Feuer habe ich total wenig. So. Lieben Leute. Was ist denn da oben, ne? Ah. Spiegelportal, oder?
Meinst du, ich kann's in das nächste Level? Ah ja, bitte! Unbekanntes Gebiet. Teil eines Runenwortes entdeckt. Okay. Nice. Sehr, sehr nice. War doch mal ein schöner Kampf. Ah, komm runter. Aber ich kann es nicht wiederherstellen, ne? Was müsste ich gucken, wie? Ob ich Flash habe oder so? Wahnsinn, also das war echt gut. Das hat echt Spaß gemacht. Ich hatte auch mega viel Glück, dass ich nicht so gestört worden bin beim Zuschlagen. Wo fliegst du denn hin? Hm? So, hier rechts waren wir auch noch nicht. Läuft doch. Und es läuft weiter. Müssen wir noch hier springen. Oh. Okay, hier läuft es nicht mehr weiter. Hallo, fliege. Noch ein Herz als namentlichen Magier. Denken wir, dafür müssen wir wahrscheinlich links weiterkommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ging es auch wegen irgendwas nicht mehr weiter. Oh. Großes Schussband. Haben wir davon zu viele oder zu wenig? Weiß nicht mehr. Wo bist du hier gelandet? Ich glaube, ich muss erstmal den heiligen Hammer auspacken. Oh, mir leid. Auf jeden Fall wieder so eine Tür. Nein! Schade. Kann ich eigentlich hier auch irgendwie weiterkommen? Jetzt, wo ich mehr Magier besiegt habe? Ich sehe mich nur noch hier um und dann war es das. Nee, da muss man von der anderen Seite. Und ich glaube, ich muss tatsächlich von oben vielleicht runterspringen, aber ich muss erst einen Magier besiegen, wo immer der sein soll noch. Schön. Gut, wollen wir nicht weiter Zeit verschwenden. Zurück zum Lager. Ja. Was haben wir denn hier? Ausrüstung. Ob wir irgendwas zum Fokus wiederherstellen? Denke nicht. Ich habe nichts davon mitbekommen. Großartig. Also grob schätzen würde ich sagen 50% mehr Schaden, wenn ich das einmal benutze, darf ich es benutzen. 2, 3, 4, 5 mal, okay. Also immer 20% meines Fokus. Zwei Level, schön. Der Hammer skaliert ja auch mit. Nur mit Stärke. Interessant. Fertigkeitenbaum. Das nehmen wir jetzt noch mit. Stehvermögen braucht gleich nicht.
Aber wer weiß, was der andere Großhammer für Fähigkeiten hat. Ja, das ist ja auch alles interessant. Denn nicht nur der Schaden, sondern auch die Fähigkeiten. Er hat einfach mehr Stärke. Mehr Stärke heißt mehr Schaden. Mehr Schaden bedeutet, das Spiel ist schneller rum. Gut. Dann denke ich, gehen wir ins nächste Gebiet. Da gibt es bestimmt auch das nächste Werkzeug. Und dann gibt es auch noch mehr Backtracking. Was ich gar nicht toll finde. Ich glaube, ich muss mit dem was zu reden. Bla 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 bla. Lassen? Okay. Hm, doch nicht. Ah, ich hab hier. Mal schauen, was uns dort erwartet. Bestimmt nichts Gutes. Oh, hier ist es kalt. Sieht aber schön aus. Hier wär's mal runter. Okay. Der heilige Hammer macht seine heilige Arbeit. Genau das hier müssen wir freischalten. Ich denke, das werden wir hier tun. Aber dafür werden wir bestimmt noch einen Boss hämmern müssen. Tschu. Gleich gesehen. Sieht aus wie eine Falle. Ah, lecker. Gehen wir halt eben ganz hoch. Oh, da hat mich meine Haltung wirklich was gebracht. Lass mich jetzt mal jemand rein. Tempel der Elf. Komm, machen wir die Tür auf. Oh. So, was trinken? Aha. Ah, voll. Weil aufs Dach wollten wir echt. Na, ich komme nicht mehr hoch. Oh. Ist aber gemein, du. Der Falle? Okay. Das. Okay. Okay. Okay, ist nichts mehr. Schade. Bis jetzt gefällt mir das Gebiet besser als das letzte. Könnte auch an meinem Hammer liegen. Was halten die denn eigentlich aus? 60. Okay. Weg mit dem Schmutz. Ah. Ordentlich renoviert. Oh, jetzt schon. Oh. Die beiden, die zurückgeblieben. Jungs, habt ihr nicht gehört? Die Party ist vorbei. Ja. Ah ja, der erwischt mich noch, oder was? Oh. Ja. Aber wenn ich wenigstens einen wegbekommen würde. Schon trink. Ja.
Sterb doch! Oder sterben die nur beide auf einmal, wenn das Leben weg ist? Au! Na komm. Hör auf! Ah, ist jetzt echt unfair. Ich kann nichts tun. Ich würde gerne einfach heilen. Ja. Komm. Ich glaube, die machen auch eigentlich Schaden, deswegen mache ich den weniger. Ah. Ein bisschen blöd. Also ich dachte, einer von denen stirbt vielleicht, aber kein Anzeichen davon. Ich versuche mal mit dem Hammer. Schauen, wie der Schaden hier sich auswirkt. Oder macht ja auch Kälteschaden, vielleicht nicht so gut. Aber mal gucken, wie viel Schaden er macht. Also wenn er unter 70 macht. Klasse. Er kommt! Ja. Na, halt eben so. Der rennt auch so lange, ich weiß nicht mal, ob ich ihn durch könnte. Theoretisch, ne? Warum nicht? Da machst du 47, also gar nichts. Und der drückt ihn auch noch nach vorne. Kleine kriegt aber mehr Schaden als der große. Jetzt wird es wieder aggressiv, um 30%, immer ganz mies. Jetzt kommt wieder angestürmt. Ah! Weg da! Ah, bam bam. War es direkt im zweiten Versuch mit einem schlechten Start? Yay. Legendär. Silber. Oh, Salz vom Gegner. Nice. Haben wir noch bekommen? Schaden gegen Handlanger, Schaden gegen Dunst, verbrannt, was auch immer das ist. Oh, schön. Ah, Schaden gegen Magier, vielleicht sollten wir uns das hier das nächste Mal anziehen. Nice. So. Ja. Willst du nicht da hoch? Oh, geht doch. Wer hat jetzt das Objekt meiner Begierde? Hallo! Dankeschön! Ätherstaubschirm. Kann ich jetzt mich jetzt hochboosten oder wie? Wie funktioniert das?
Wie geht denn das? Hä? Gucken wir mal hier bei Gepäck. Bei Schlüsselgegenständen. Wer das hier sein? Ein Stück Ätherstoff, das über zwei Holzstäbe gespannt ist. Ätherspunde gab es auf den verschneiten Hängen der schon lange vor dem Aufstieg der Magier. Allerdings haben sich Halte gedrückt, okay. Hui! Hui! Und was ist das? Wieso bist du hier bei so hartnäckigen Inquisitor? Deine Mühen gehen weit über die reine Pflichterfüllung hinaus, aber was versprichst du dir davon? Die Bewunderung deines Königs? Er ist ein zerbrochenes Gefäß, ein vollende Hülle. Die Liebe der Götter? Die Götter lieben dich nicht, Inquisitor. Wir freuen sich nur an einem, deinem Leiden. Okay, okay. Wollt ihr... Oh, aha. Au. Oh. Damit kann ich gleich zurückreisen, das ist gut. Boah, ich habe ja extrem viel Punkte, aber... Wenn ich erstmal hier hoch. Na, schön. Ah, nee, komm. Bevor wir die Punkte verlieren und uns dumm und dämlich ärgern. Gehen wir noch ein bisschen zurück. Ach, 20.000 ist jetzt... Oh. Mehr so viel, aber die zu bekommen, also fürs Aufleveln meine ich, aber zu bekommen ist schon anstrengend gefühlt. Levelaufstieg. Oh, 3 Level, schön. Akzeptieren. Fertigkeitenbaum. So, was könnte ich denn hier für einen Schwachsinn machen? Folgung. Lädt bei mir nichts mehr, aber vielleicht brauche ich es später. Dann kann ich ja was anderes rausnehmen, theoretisch. Bräuchten wieder ein bisschen mehr Stärke. Ich weiß, klingt bescheuert. Das hier brauchen wir theoretisch gar nicht. Was damit? Langlänge. Also wenn ich das hier verbessere, kriege ich auf jeden Fall mehr Stärke. 28. Haben nur 9. Achso, 2 Punkte, ja. Hier ein Punkt. Hier ein Punkt. Hier ein Punkt. So. Lebenskraft wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Das kann man ja dann ändern, wie man lustig ist, ne? So, dann würde ich sagen, haben wir in der Folge schön 2 Bosse weggehauen mit dem Heiligen Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich so gut ist. Ich wollte ihn eigentlich schon gar nicht mal ausprobieren, nur als ich gesehen habe, dass das mit Rotes funktioniert, aber... Bam! 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 Diese Schläge... mich eines Besseren belehrt. 66. Oh. 74 macht das schon mit der Stärke-Skalierung. Ja, also... Stärke? Roots. Hehe. So, das war's dann von mir für die Folge. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao, ciao.